wenn ich jetzt zu einem Termin komme und ich komme pünktlich, sagen die, der hat die deutsche Mentalität angenommen. Pünktlich, ganz genau 5 Minuten vorher da. Komme ich zu spät? Typisch Afrikaner. Ich bin Hans Adusapa, bin 43 Jahre alt, bin in Ghana geboren, mit 3 Jahren nach Köln gekommen. Seitdem ist Köln, Deutschland, meine Heimat und ich bin Ex-Fußballprofi. Ich bin in Köln-Korweiler groß geworden, aufgewachsen, das ist New York von Deutschland, weil dort sehr viele Hochhäuser stehen. Heute würde man sagen, sozialer Brennpunkt. Ich habe das damals so gesehen, dass ich die Möglichkeit hatte, mit vielen Kindern dort zu spielen. Es war mir ja bewusst, als auch als Jugendlicher schon, dass wir nicht natürlich die finanziellen Mittel hatten, um zu sagen, ey, wir fliegen als Familie oder einzeln irgendwie nach Ghana. Mit 20 wurde ich eingeladen zur ghanaischen Nationalmannschaft. Das bedeutete also, das erste Mal nach Ghana zu reisen wieder, nach 17 Jahren. Und auch noch alleine, ohne meine Familie, ohne meine Eltern. Als wir endlich gelandet sind, habe ich sofort das Gefühl gehabt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, für Ghana zu spielen. Das Land war irgendwie eins mit mir. Es ist schwer zu beschreiben. Deutschland hat mich schon komplett gemacht. Ghana für mich war was Fremdes, was ich entdecken konnte, indem ich sage, okay, jetzt weiß ich, warum meine Eltern mich so erzogen haben, woher das kommt. Der Unterschied zwischen der deutschen Mentalität und der ghanaischen Mentalität zeigt sich ganz gut an den beiden Nationalmannschaften. Deutsche Nationalmannschaft, man ist pünktlich, sehr fokussiert aufs Training, aufs Spiel. Jeder ist für sich alleine, macht sein eigenes Ding außerhalb des Platzes, im Hotel. Dann kommt die ghanaische Nationalmannschaft. Sind unpünktlich, sind laut, da ist immer Musik im Bus, außerhalb des Busses. Man macht vieles zusammen, man betet zusammen. Es ist egal, ob der eine Moslem, Christ ist oder egal was. Man hat Spaß, man lacht und man ist eigentlich immer in der Gruppe, man ist nie alleine. Als ich so Anfang 20 war, bin ich zum ersten Mal ja mit Rassismus in Berührung gekommen. Da haben wir im Osten gespielt bei Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft. Das war mega krass, weil du kommst in das Stadion rein und das ganze Stadion macht Affengeräusche, wirft Bananen und ist gegen dich. Und du denkst, du fühlst dich irgendwie in eine andere Zeit gebeamt und denkst, was ist hier los? Was ist das für ein Hass, der gegen dich produziert wird, nicht gegen die Mannschaft, sondern nur gegen dich, den Einzelnen. Es war nie für mich ein Thema, okay, ich will hier nicht spielen. Bei mir war es eher so, okay, jetzt spielen wir hier, jetzt gewinnen wir hier und dann, das ist deren Bestrafung eher, wenn ich hier gewinne und als Sieger vom Platz gehe. Damals in der Zeit hat man sowas, glaube ich, totgeschwiegen. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass die Mannschaft, der Verein, der Trainer viel geschlossener hinter mir gestanden hätten und es auch gezeigt hätten. Heutzutage geht man ja auch vom Platz geschlossen als Mannschaft, um eine Reaktion zu zeigen. Es gibt ja eine Debatte über Özil, wo er sagt, wenn er gut spielt, ist er der Deutsche und wenn er schlecht spielt, ist er der Türke. Ich kann das nachvollziehen, was er gesagt hat, weil die Leute müssen einfach verstehen, dass die Spieler, keine Ahnung, die jetzt in der deutschen Nationalmannschaft spielen, Boateng, wie die heißen alle, die noch andere Wurzeln haben, die können die Wurzeln ja nicht abschneiden und sagen, meine Eltern kommen aus Türkei, meine Eltern kommen aus Ghana und aber ich bin in Deutschland geboren und die Wurzeln schneide ich jetzt ab und sage, mit denen möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Und die ganzen Fans müssen verstehen, dass die Jungs einen Background haben, diese zweite Heimat. Und diese zweite Heimat wollen sie natürlich auch nicht verleugnen, aber sie sind trotzdem 100% stolz, für diese deutsche Nationalmannschaft zu spielen.